Und Sie haben mich richtig verstanden. Das war 1965. Und übrigens, diese Aufzeichnungen sind öffentlich zugänglich. Sie können sich gerne jede einzelne Referenz ansehen. Jeder Kommentar, den ich abgab, basiert auf veröffentlichtem Material. Schauen Sie sich also unbedingt diese Referenzen an. Aber 1966 wurde das allererste COV-Coronavirus-Modell als transatlantisches biologisches Experiment zur Manipulation des Menschen benutzt. Und Sie hörten das Datum, 1966. Ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich meine. Das ist kein Übernacht-Ding. Das ist etwas, das schon lange in der Mache ist. Ein Jahr bevor ich geboren wurde, gab es schon das erste transatlantische Corona-Datenaustausch-Experiment zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Und 1967, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, haben wir die ersten Versuche am Menschen mit modifizierten Coronaviren durchgeführt.